Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um ein Thema gehen, was garantiert alle unter euch schon mal beschäftigt hat oder noch beschäftigt. Und zwar ist es das Thema Babynamen, der Vorname eures Kindes. Worauf achten, wie können wir uns einigen und was gibt es noch für Tipps und Tricks in Bezug auf den Vornamen unseres Babys? Und jetzt würde mich als erstes interessieren, konntet ihr euch sofort auf den Vornamen eures Babys einigen? Stand der schon von Beginn an fest, vielleicht schon vor der Schwangerschaft? Oder wie war das bei euch? War es noch Diskussion bis in den Kreißsaal hinein oder vielleicht auch danach? Ich habe auch schon öfter Eltern erlebt, die erst ein paar Tage später ihrem Baby einen Namen gegeben haben. Auch das ist gar nicht ungewöhnlich. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Tipp Nummer 1. Schaut doch mal, dass jeder von euch eine Handvoll Babynamen aufschreibt. 5 oder 10 ist so eine typische Zahl, also jeder von euch beiden. Und dann tragt ihr diese Namen zusammen. Setzt euch zusammen hin und tragt diese Namen zusammen. Und dann guckt man mal, vielleicht gibt es ja Übereinstimmung. Ich fand das immer auch super spannend, einfach mit meinem Mann zu machen. Jeder hat was aufgeschrieben. Und ich dachte immer, ja, das ist bestimmt super ähnlich. Und er mag auch den Namen und auch diesen Namen. Und wir lagen immer so auseinander. Also es war ehrlich spannend. Und am Ende konnten wir uns dann aber auf einen Namen einigen. Wir haben dann 3 in die engere Auswahl genommen. Und dann irgendwann stand auch fest, okay, der Name soll es sein. Das wäre vielleicht eine Idee für euch, dass ihr einfach so Listen macht und euch zusammensetzt und dann ja, das mal wirken lasst, auch ein paar Tage. Mein Name ist übrigens Laura Roman Höhn. Ich bin Hebamme seit über 10 Jahren und selber mittlerweile Mama von 4 Kindern. Und auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erste Lebensjahre. Dann der nächste Tipp ist, Namen, die für euch in Betracht kommen können, wenn ihr zum Beispiel jetzt 3 Namen rausgesucht habt, die passen könnten, schreibt die doch mal auf so Post-its und klebt die bei euch in die Wohnung. Dann geht ihr immer mal wieder daran vorbei, zum Beispiel im Badezimmer, am Spiegel. Dann klebt hier irgendein Name drauf, den ihr schön findet und guckt euch den an und denkt so, ja, klingt das gut, kann ich mir das vorstellen? Auch gerne den Nachnamen, der dann gewünscht ist, mit draufschreiben, dass man einfach auch so den ganzen Klang des Namens mit Vornamen und Nachnamen einfach so wirken lassen kann. Und der nächste Tipp, lasst euch auf gar keinen Fall zu einem Namen überreden oder irgendwie hinreißen, womit ihr euch nicht wohlfühlt. Da ist es wirklich wichtig, dass ihr offen und ehrlich sprecht, denn diesen Namen behält euer Baby ein Leben lang. Und wer kennt nicht diese Situation, man hat irgendwie 1, 2 Namen im Kopf, erzählt das zum Beispiel einer Freundin oder der Schwiegermama oder wem auch immer und dann heißt es, um Gottes Willen, diesen Namen willst du auswählen, der aus dem Kindergarten von meiner Freundin, der Sohn, die Cousine, wer auch immer, heißt so und das ist ganz schrecklich. Und schon ist der Name irgendwie negativ besetzt. Also ein Tipp am Rande, vielleicht behaltet ihr den Namen für euch. Das hat bei uns zu Hause immer ganz gut funktioniert, das wirklich für uns zu behalten. Denn wenn das Baby erstmal so heißt, dann wagt es keiner mehr, was über den Namen zu sagen. Hoffentlich. Nein, aber damit ihr euch auch wirklich nicht hinreißen lasst und einfach auf euer Bauchgefühl vertraut. Dann der nächste Punkt, wenn zum Beispiel euer Partner, eure Partnerin einen Lieblingsnamen ins Auge gefasst habt und ihr findet den Namen eigentlich auch ganz schön, denkt aber genau an diese Situation, wie eben beschrieben, oh, XY hieß auch so und irgendwie ja, erinnert mich das an irgendwie was nicht so Schönes, dann versucht das mal auszublenden und wirklich nur den reinen Namen zu sehen, denn das hat nichts mit eurem Baby zu tun, dass XY auch so heißt, sondern wirklich versucht einfach nochmal euch wirklich nur auf den Namen zu konzentrieren und zu schauen, ob ihr euch diesen Namen bei eurem Baby vorstellen könntet oder eben nicht. Und hinterfragt da wirklich nochmal, was euch vielleicht an dem Lieblingsnamen eures Partners, eurer Partnerin stören könnte und was der Auslöser dafür ist, dass ihr ihn nicht schön findet. Versucht kompromissbereit zu bleiben, also schaut doch mal, wenn ihr euch nicht annähern könnt oder Schwierigkeiten habt, euch anzunähern und zum Beispiel euer Partner, eure Partnerin sagt, hey, mein Baby soll Johnny heißen und ihr sagt, nee, Johnny geht überhaupt nicht, dann guckt doch mal, ob ihr einen Kompromissnamen findet, vielleicht mit dem gleichen Anfangsbuchstaben und keine Abkürzung, sondern ein ganzer Name. Jetzt würde mir zum Beispiel auf Anhieb einfallen, statt Johnny zum Beispiel Jonathan oder Johannes. Sowas zum Beispiel. Also, dass ihr versucht, euch da so ein bisschen anzunähern und für beide dann einen guten Kompromiss zu finden. Und ich finde, wenn man diesen Namen dann öfter auf sich wirken lässt oder wie gesagt auch aufhängt überall auf Post-its, dann gewöhnt man sich daran und irgendwann kann man sich auch schon richtig damit identifizieren. Noch ein Tipp, was immer nicht so gut funktioniert, ist, den anderen von einem Namen überzeugen zu wollen oder überreden zu wollen. Und vor allem nicht, wenn man dann so sagt, meine Freundinnen sagen auch alle, der und der Name ist viel, viel schöner als den, den du ausgewählt hast. Das sind immer so Dinge, die in der Regel nicht so gut laufen und nicht so gut funktionieren und man sollte den anderen einfach nicht in die Enge treiben bei so einem sensiblen Thema. Auch eine Möglichkeit, dass man gut zusammenkommt, ist, dass man mehrere Namen auswählt. Also zum Beispiel einen Doppelnamen mit Bindestrich oder auch
mehrere Vornamen. Das ist auch etwas, worauf sich viele Paare einigen und was dann wirklich auch im Wortklang so total schön klingen kann. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Tipp und das ist ein Tipp, den ich euch ganz besonders ans Herz legen würde. Und zwar, wenn ihr euch nicht einigen könnt, schiebt es erstmal beiseite. Lasst es erstmal ruhen. Ich weiß, es ist schwer, weil man möchte ja unbedingt einen Namen haben fürs Baby, aber lasst es erstmal, schiebt es zur Seite. Und ich kenne auch ganz, ganz viele Eltern, und bei uns war es übrigens auch so, die einfach eine Liste von Namen, zum Beispiel 3 Namen, die in die engere Auswahl fallen, mit in den Kreißsaal nehmen und sagen, hey, ich möchte mein Baby erstmal im Arm halten und gucken, passt vielleicht dieser Name mehr oder passt der Name mehr? Und ganz, ganz häufig haben wir die Erfahrung gemacht, dass es im Kreißsaal dann wirklich so war, dass die Eltern sich sofort einig waren und auch sagen konnten, hey, der Name passt jetzt total gut zu unserem Kind und ja, vielleicht auch zum ganzen Geburtsverlauf etc. Also von daher, auch diese Dinge kommen dann damit rein und geben einem dann das Gefühl, das ist der richtige Name für unser Kind und dieser Punkt wird kommen. Ich hatte auch schon Eltern, die gesagt haben, ich kann diese Entscheidung gar nicht treffen und ich habe irgendwie das Gefühl, oh Gott, ich nehme jetzt hier den Namen, mein Kind wird den Rest des Lebens so heißen und ich bin mir gar nicht sicher. Dieser Punkt wird kommen, seid euch da sicher. Der wird kommen, dass ihr ein gutes Gefühl dabei haben werdet, eurem Baby diesen Vornamen zu geben, den ihr dann ausgewählt habt. Und jetzt würde mich interessieren, wie eure Kinder heißen. Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich glaube, super viele hier freuen sich über Babynamenvorschläge. Ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich hoffe, ihr kommt schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis, sodass der Name eures Kindes feststeht. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben. Und schaut auch unbedingt in dieses Video hier rein.